Achtung, aufgepasst! Nachdem die Regierung und vor allem die Grünen die Krise immer und immer mehr kleinreden, sehen wir nun wirklich immer mehr dramatische Folgen. Und mittlerweile können wir wirklich von einer Notfallsituation sprechen, weil allein der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen will besser gesagt bis Ende 2028 hier in Deutschland 14.000 Stellen streichen. Und das ist nur mal ein Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel dieser Autozulieferer. Da geht es vor allem darum, weil eben die Zahlen einfach komplett einbrechen von den ganzen Autos, vor allem von den E-Autos. Aber nur das ist ja nur ein Beispiel. Ob es jetzt bei den Autos ist, ob es jetzt in der Energiewirtschaft ist, bei den ganzen Unternehmen, überall fallen massiv Stellen weg. Die Leute werden immer mehr arbeitslos und können so nicht nur Einnahmen erzielen und am Ende des Tages auch Steuern zahlen. Nein, sie brauchen ja dann sogar noch Arbeitslosengeld. Da muss man letztendlich entgegensteuern und das kann man nur mit einer guten Politik machen. Und vor allem in Bezug auf Robert Habeck braucht es hier wirklich eine Wende um 180 Grad.